Es ist so an einem politischen Anlass zu spielen, ist irgendwie anders als am Abend, wo es eigentlich nur um Musik geht. Da habe ich mir so ein bisschen überlegt, was habe ich für Lieder, die ein bisschen passen. Und das nächste Lied heisst Magen-Darm-Grippe. Hast du eine Magen-Darm-Grippe gehabt? Hast du der Welt ein paar Kilos überlassen? Die Hosen werden lodrig. Und das Liebli, das sitzt auch nicht. Die Freunde merken die fehlende Masse mit gemischten Gefühlen. Sollen sie sich jetzt Sorgen machen? Oder froh sein für dich? Im Ausgang ist ein Andrang. An der Bar flirtet dich jeden an. Die dich schon lange kennen, wenn dir plötzlich ein Drink zahlen. Oh ja. Ich hoffe, das ist nicht auf dem Video. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier in der Kulturfabrik Wetzikon. Ich glaube, dass Kultur finanziell soll gefördert werden, dass Mittel müssen bereitgestellt werden, da sind sich da alle einig. Wahrscheinlich sind sich nicht alle einig, von wo dass die Mittel sollen kommen. Soll das der Staat sein, der das zahlt? Soll das Private sein? Soll das vom Lotteriefonds kommen? Laura Honker als Theaterregisseurin und Politikerin, was ist deine Meinung dazu? Also, die Diskussion hat ja im 2015 seinen Lauf genommen, wo man eben zum schwarzen Null in der Staatskasse das rausgelupft hat, in übervollen Topf vom Lotteriefonds aufgestockt hat bei 23 Millionen. Und seitdem haben wir die freien Gelder, oder die sogenannten freien Mittel, die eben nicht mehr aus dem ordentlichen Budget gezahlt werden. Und seitdem wiederhole ich mich und ich wiederhole mich gern wieder. Und das Mantra wird bleiben. Ich finde, ja, Kulturgelder gehören ins ordentliche Budget. Kultur ist nicht etwas, was es auch noch gibt in einem Kulturstaat. Und ich nehme an, ein Kulturstaat, wenn wir alle sind. Kultur braucht eine nachhaltige, eine sichere Finanzierung aus dem ordentlichen Budget und auch grosszügiger. Also der Staat, der da sollte, dafür verantwortlich sein, ich nehme an, das sieht man etwas anders bei der FDP, Frau Frey. Nicht zwingend. Wir sind etwas schmerzfreier, was die Töpfe anbelangt, woher das Geld soll kommen soll. Weil wir leben in dem Sinn eher nur noch ein Motto non-olet. Also wichtig ist, dass die Mittel zur Verfügung stehen. Was ich nachvollziehen kann und wo ich mit der Laura einig bin, dass es eine gewisse Verbindlichkeit braucht. Dass man nicht einfach. Eben, Lotteriefonds heisst nicht, mal gibt es etwas und mal gibt es etwas nicht. Oder? Sondern ich kann das nachvollziehen, dass man da sagt, man möchte eine gewisse Verbindlichkeit haben, was den Mittelfluss anbelangt und auch die Höhe der Mittel. Und das gewährleisten wir jetzt mit der aktuellen Vorlage, die wir haben, auch mit der neuen Vorlage, die auf dem Tisch ist, wo ja auch gedacht ist, dass man einen bestimmten Prozentanteil von dem Lotteriefonds reserviert für Kultur. Wie gesagt, ich finde es wichtig, dass Kultur seinen Platz hat, dass man auch weiss, wie viel dass man bereit ist, dort zu investieren und aus welchem Topf. Und ob das jetzt ordentliche Budget ist oder Lotteriefonds, finde ich, das sollte man ein bisschen offener sein. Wie geobrisch, was hast du dazu? Also, die Frage ist ja einerseits, wenn das nur über Lotteriefonds läuft und mit diesen angedenkten Prozentbeträgen, dann ist da damit auch ein bisschen gebunden letztendlich. Darum finde ich, ist es zwingend, dass auch über das ordentliche Budget. Über das ordentliche Budget mitfinanziert wird. Eigentlich wäre eine saubere Lösung halbe-halbe. Ich finde es auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ethisch frage ich mich auch, ein bisschen, ob das in Ordnung ist, wenn Kultur einfach samt und sonders über das Glücksspiel finanziert wird. Das ist nämlich so, wenn man über den Lotteriefonds das finanziert. Und ich finde, das ist auch eine ethische Frage. Und gerade darum finde ich es wichtig, ist der Kanton dort wirklich noch. Also lieber über Glencore Steuergelder. Die tun ihr ja runtersparen oder kürzen oder nicht.
Nur weil du gesagt hast, ethisch, oder? Also. Ja, klar. Aber es ist immerhin, also ich finde schon, die Frage darf man stellen und sollte man auch stellen, woher kommt das Geld. Sowieso immer. Das sind wir ja nicht die, die klemmen dabei. Also wenn Biggie Oberst sagt, aus dem Glücksspiel bei der EDU, Rita Maria, wie siehst du das? Okay. Also ich sehe, ich schaue das historisch an, wer das finanzieren sollte. Also früher war es ja so, da haben ja die Fürsten geschaut, dass das gefördert wird. Die Leute, die ihnen gepasst haben, dürfen sogar bei ihnen leben und fürstlich leben. Und die haben einfach das alles haben und er hat das finanziert. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank die Fürsten bei uns nicht mehr in der Schweiz. Jetzt haben wir den Staat und der Staat sollte das finanzieren. Also ich muss jetzt sagen, mir ist es das so weit egal, ob es Lotteriefonds ist, ja Glücksspiel, aber es ist ja der Lotteriefonds, es ist ja nicht irgendwelche schwarzen Gelder oder ich weiß doch nicht was. Also Lotteriefonds sehe ich jetzt nicht als etwas Unethisches an, solange es im ethischen Bereich ist von gewissen Spielen. Also Lotteriefonds geht ja schweisslos ein. Also nur also es klar sein, es geht nicht irgendwelche andere Glücksspielgelder dort rein, die Familien kaputt machen aus der Sucht aus oder ich weiß doch nicht was alles. Also von dem her finde ich es jetzt ethisch unbedenklich. Aber eben, ich finde, der Staat sollte das finanzieren, weil jetzt ist es so, dass wir, wie schon gesagt, die Fürsten nicht mehr haben, wir haben den Staat, aber jeder sollte das finanzieren, wo ein quasi die Sachen, die wir jetzt auch nicht passen. Das hat es mit der EDU zu tun. Wir sind auch Leute innerhalb von der EDU einig, was gut ist und was nicht gut ist. Dort haben wir verschiedene Geschmäcker, Gott sei Dank. Und dort finde ich jetzt, man sollte, wie es ein Parteiproporz ist, innerhalb vom Rat, jeder Fraktion soll sich ein Geld zur Verfügung stellen und die dort die Leute finanzieren, die einen passen. Und so hat jeder den Teil von der Kultur, der ihm gefällt, weil Kultur ist auch da zur Unterhaltung der Leute, zur Beglückung der Leute, zur Weiterbildung der Leute. Es hat ja viele verschiedene Funktionen der Kultur, es hat ja nicht nur eine Funktion. Und jeder soll doch das, was ihm passt, auch fördern. Das ist meine Vorstellung. Karin, was sagst du zu dieser Idee? Nein, also ich bin also überhaupt nicht der Meinung. Und zwar geht es ja auch darum, also wir haben die Bundesverfassung garantiert uns ja eigentlich eine Kunstfreiheit. Und von dort her finde ich, Politik muss dafür sorgen, dass für eine angemessene Kulturförderung auch die Mittel gesprochen werden. Da reden, also ich sage jetzt noch nicht, was für, eben aus welchem Topf die Mittel kommen. Aber ich finde, Politik muss sich dann schon daraus halten. Es kann nicht sein, dass die Politik anfängt zu bestimmen, was jetzt eine gute Kultur, also welche Art von Kultur oder welche Art von Kunst, welche Kunstsparten sollen gefördert werden. Also dort finde ich, weg von der Politik, eben das Fürstenprinzip, ich finanziere nur noch das, was mir gefällt. Weil dann, warte mal, dann hätten wir nämlich... Also dieses System, das würde zwar vielleicht passen, oder? Aber dann kommt die, warte mal, dann kommt ja bei dem aktuellen Mehrheitsverhältnis kommt dann die SVP eigentlich am meisten Geld über und sie dürfte dann eigentlich bestimmen, was für Kultur und Kunst in diesem Kanton gefördert würde werden. Das möchte ich jetzt aus einer Minderheitsposition, wäre das natürlich auch nicht in meinem Interesse, dass man der SVP so eine Definitionsmacht übergibt. Und darum finde ich, der Fairness halber, eben finde ich wirklich, es kann nicht sein an der Politik, dass müssen andere Leute müssen können, definieren, was eine Art auch qualitativ gutes Kunstschaffen ist. Aber über das muss die Politik nicht bestimmen. Und woher soll das Geld kommen? Ja, ich bin dort auch relativ pragmatisch. Also im Moment geben wir ja, der Kanton gibt etwa 160 Millionen für Kulturförderung aus. Die Hälfte eben geht schon ans Opernhaus, dann geht noch ein Grossteil über den Finanzausgleich an die zwei Städte Zürich und Winterthur. Und eigentlich ist der kleinere Teil, wenn man das Gesamte anschaut, der kleinere Teil, der aus dem Lotteriefonds-Topf kommt, dort wird halt Geld definiert. Und wenn es schon darum geht, zu schauen, woher die Gelder kommen, dann finde ich, soll auch Kultur aus dem Lotteriefonds-Topf einen angemessenen Anteil bekommen. Im Moment reden wir dann von 25%. Ich finde jetzt, wir müssen eigentlich schauen, dass der Anteil noch könnte erhöht werden, dann auf 30%, dass wir wirklich auch eine gewisse Fairness haben zwischen Sport, Kultur
und Sozialem. Also ich bin dort pragmatisch. Aber ich glaube, ich nehme die Kultur, also die Gelder aus dem Lotteriefonds, die nehme ich auch für Kultur. Das ist auch das, was der Verein Pro Kultur Kanton Zürich fordert. Yvonne, so wie es Rita Maria gesagt hat, dass quasi Parteien bestimmen können, wo das Geld hinkommt oder doch nicht. Wie siehst du das? Nein, also das kann auch gar nicht passieren. Wir haben ja die Fachstelle Kultur, das läuft da sehr gut. Die kommen den grossen Teil der Gelder über. Das war in der Vergangenheit so gewesen und ist auch in der Zukunft so angedacht. Und die sollen auch wissen, wie sie die Gelder verteilen. Das ist auch mit dem Sport das Gleiche, weil ich will mir nicht anmassen zu entscheiden, wer macht jetzt gute oder schlechte Kultur oder wer soll was überkommen? Da braucht es Fachleute. Und also, ich bin ein Filmfreak. Ich bin auch froh, dass auch die Filmstiftung Geld überkommt. Also, es soll wirklich fair verteilt werden, weil Kultur ist sehr vielfältig. Eben, wenn es von Opern über da, wo man eher so ein bisschen, in der Kultur ist ganz andere, hat man ganz andere Kultur. Ich bin früher da Punkkonzert. Für das alles soll Geld da sein und da sollen die Fachleute entscheiden, wie man das Geld verteilt. Und vielleicht auch noch zu der Frage, woher soll das Geld kommen? Also man hat im 15. einfach in der Staatskasse knapp Geld gehabt und im Lotteriefonds viel zu viel Geld. Das ist einfach eine Tatsache. Also hat man gefunden, warum soll man nicht das Geld aus dem Lotteriefonds nehmen, wenn man dort Vorungsgeld hat. Und das läuft jetzt, wie gesagt, am 23. aus. Und dann schauen wir jetzt. Aber der Vorschlag ist jetzt das Zweisäulenprinzip, wie es eigentlich möchte, Spiegi, dass ein Teil aus dem Lotteriefonds kommt und ein Teil aus der Staatskasse. Weil wir müssen dann nachher noch differenzieren. Es gibt eben Gelder, die für ein Kulturprojekt sind, aber es geht auch um Investitionen. Also wenn ihr jetzt mal den Kult sanieren, weil das Dach nicht mehr hebt, sind das einfach andere Gelder. Dann geht es nicht um laufende Programme, sondern geht es darum, dass ihr Geld braucht vielleicht für eine Dachsanierung. Und dann soll für das auch zusätzlich Geld zur Verfügung stehen. Das dürfen wir einfach nicht mischen, weil das hat die Schwankungen auch in der Vergangenheit. Und das wird es immer geben, weil Investitionen sind einfach dann einmalige Ausgaben und das ist das Differenzieren von den alljährlichen Betriebskosten. Was ist denn mit Sponsoring? Also BG Obrist, du sagst ja zum Beispiel, dass, mit, ja, dass Sponsoren da angefragt werden, die Wirtschaft sich auch mehr engagiert. Ja, gern. Bitte, engagiert euch. Die Realität ist eine andere. Ich glaube, das muss man auch sehen, dass gerade auch kleinere Kulturgeschichten, lokale Kulturgeschichten. Also das letzte Beispiel, das wir hier in Wetzikon hatten, war die Art-Tour, eine bildende Kunstausstellung über ein super Projekt. Und die haben es ganz, ganz schwierig gehabt, überhaupt auch noch minimalste Mittel aus der Wirtschaft überzukommen und haben sich da wahnsinniges Zeug gelegt. Und das ist ja das, was dann letztendlich auch den Rahmen der freiwilligen Arbeit sprengt. Und ich glaube, das ist halt das, was neben Zürich und Winterthur, wo eben die höheren Beiträge bekommen, da Kultur, ist die Landkultur vorwiegend organisiert über freiwillige Arbeit. Und da kann man einfach nicht auch noch anfangen, ein Sponsoring machen im grossen Stil. Das geht einfach nicht, sprengt sämtliche Personalressourcen. Sind da die gleiche Menge? Ja. Ich glaube, das Mäzenatentum, also, das gibt es heute immer noch und das ist auch heute noch eine wichtige Säule. Und natürlich, eben, es ist für die, die das, müssen, quasi das Geld sammeln müssen, ist das nicht einfach. Aber ich glaube, auch jetzt mit der ganzen Digitalisierung hat es da durchaus auch wieder Möglichkeiten gegeben, wie es einfacher gemacht werden. Also ich habe selber aus meinem Bekanntenkreis eine Freundin, wo ihre Tochter hat in einem Schülertheater vom Gimmi gespielt, oder? Und die haben dann so quasi ein Crowdfunding gemacht und das, in no time haben die quasi ihr Geld zusammen gehabt, oder? Weil es auch eine gute Sache ist, was sie gemacht haben. Also ich glaube, es gibt durchaus die Möglichkeiten, die man eben auch technisch heute besser nutzen kann, um eben auch quasi nicht nur die hohe Kunst zu fördern, sondern eben auch die alternative und die freie Kunst und dass quasi Sponsoring nach wie vor auch eine Rolle einnehmen sollte und muss. Und ich habe auch schon gehört aus Kulturkreis selber, dass sie davon ausgehen, dass eigentlich sehr viele potenzielle Spender rum sind, Gelder auch rum sind und dass bei diesen Leuten eigentlich mehr noch ein Problem ist, das Anliegen ist, sie möchten das in die richtigen Hände geben, oder dass sie
durchaus bereit sind, auch Mittel zu vermachen, in Legat oder in Stiftungen einzugehen, aber sie möchten das dann auch wissen, dass das das richtige Ort kommt. Und da gibt es vielleicht auch noch Potenzial, wo man ein bisschen darüber nachdenken kann. Oder das ist auch eine Diskussion, die wir geführt haben. Oder ich habe eine Motion eingereicht, oder was, nein, das war eine Motion, die dann in ein Postulat umgewandelt worden ist, dass man eben quasi, ich habe sogar 50% gefordert vom Lotteriefonds für Kultur. Und dann war auch die Frage, ja, wie ist denn die Verwaltung von diesen Geldern? Muss das zwingend über die Verwaltung sein, über die Fachstelle Kultur? Oder könnte man sich auch beispielsweise eine unabhängige Stiftung vorstellen, die das verwaltet? Und das hat natürlich wie überall Vor- und Nachteile. Und ich glaube, das müssen wir dann in dem Rahmen von dieser Debatte, wo es um die neue Vorlage gibt, sicher auch noch mal diskutieren. Ja, nur möchte ich einfach darauf bestehen, dass das ist jetzt das letzte Beispiel aus Wetzikon, das sind hochprofessionelle Leute, die sich an der Sponsoring gemacht haben. Und es ist nichts zusammengekommen. Und Entschuldigung, ein Schülertheater, das ist logisch, das kommt ein anderer Support über, das sind Eltern und Götti und Gotten und so. Also nichts gegen diese Art von Kultur, die ist wichtig und zentral und bildend, aber das lässt sich nicht vergleichen mit einer Kunstausstellung in dem Kontext, wie wir das hier gemacht haben. Ja, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht auf das Sponsoring setzen. Ich denke, vom Sponsoring, du hast selber gesagt, die Leute die wollen eine Art wissen, wo das Geld hingeht. Die wollen eine Art, in eine etablierte Kulturinstitution sind sie wahrscheinlich bereit zu investieren, eben in ein Opernhaus auch. Und der Verlierer, wenn man jetzt einfach würde sagen, ja, wir setzen auf Sponsoring, dann ist der Verlierer, denke ich, eher die nicht etablierten. Eben vielleicht auch die freie Kulturszene. Also dort wäre jetzt für mich nicht eine Option. Ich meine, klar können die einzelnen Projekte immer noch Sponsoring betreiben, wenn sie das wollen, das muss man denen auch nicht verbieten. Aber wirklich jetzt im Sinn, dass man sagt, nein, wir wollen eine verlässliche Kulturfinanzierung und dort ist der Staat wirklich in der Pflicht. Das ist auch, also Kantonsverfassung kann man zitieren, auch Bundesverfassung. Der Kanton ist für das zuständig, auch Gemeinden, die müssen Kultur und Kunst fördern. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich nicht einfach vorgeschnellen so ein bisschen ausweichen und sagen, ja, wir können dann noch Sponsoring betreiben. Also ich würde auch noch gerne anhängen, aber das ist vielleicht auch noch mal breiter gefasst. Also ich glaube, in der Kulturfinanzierung haben wir auch verschiedene Themen. Also eben zum einen ist Institutionen und Investitionen, wie das Divan gesagt hat, von Institutionen mit grosser Strahlkraft wie jetzt. Nehmen wir das Opernhaus als Beispiel beim Sponsoring, wie du es gesagt hast. Das Theaterspektakel wäre ein gutes Beispiel mit der ZKB. Dort hat das immer ein zweiseitiges Investment, auch über lange Zeiten. Credit Suisse würde das jetzt auch nicht überall und mit allem machen. Und dann hat man eben ein kleineres Kulturschaffen, wie ein kleines Literaturmuseum oder kleinere Theater irgendwo auf dem Land. Nehmen wir das Theater Ticino in Wädenswil als Beispiel. Wo wieder andere Bedürfnisse hat. Und ich glaube, was sich jetzt eigentlich über die letzten Jahre schon gezeigt hat, dass zwei Säulen Finanzierungsprinzip aus der Staatskasse und aus dem Lotteriefonds wird das sein, was mehrheitsfähig ist. Und gleichzeitig kann man auch beobachten, Kulturgelder sind zwar aufgegangen, ich denke aber, sie müssten noch ein bisschen sich erhöhen, weil gerade auch zum Beispiel private Stiftungen ächzen extrem unter all diesen vielen Gesuchen. Also da gibt es ja unzählige Stellen, wo das auch schon seit Jahren begleitet, wo bekannt sind. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die Ernst-Göhner-Stiftung, die kennt man, die ist jetzt relativ breit. Aber da kommen natürlich immer mehr Gesuche rein, weil früher ist man auch davon ausgegangen, und jetzt hole ich noch ein bisschen aus, wie geht es denn eigentlich all diesen Künstlerinnen und diesen Künstlern? Es gibt auch einen Vorstoss oder hat einen gegeben, wo mal darauf geschaut wurde, ja, haben die überhaupt soziale Absicherungen, wie eine Pensionskasse und so weiter. Also man hat ja jetzt auch ganz lange und viele Jahre damit gelebt, dass die irgendwo im freien Feld sich bewegen. Und da kommen langsam auch Forderungen und die kommen auch aus dem Bund raus, dass man dem auch gerecht muss werden. Also die Vielfalt ist das eine, das Leuchtturmprojekt, die Diversität von den verschiedensten Angeboten von Land über Leuchtturm, über Sparten von Film, Theater bis wohin. Also da gibt es ganz viel zu bedenken und abzuwägen, wo ich glaube, wäre eben die Richtung auch um den kleinen Topf im Lotteriefonds, den wir haben, dort auch in eine Gerechtigkeit hineinkommen, von für alle 33%. Ja, macht dann wahrscheinlich auch Sinn, weil im Moment wären zum Beispiel dort 25%.
Prozent andenkt, was jetzt so das Aktuellste ist. Also von dem her glaube ich wirklich, man muss genau abwägen und nochmal vielleicht die Diskussion auch vertieft nochmal führen. Ja, sind wir auch bereit, aus der Staatskasse nochmal ein bisschen mehr dazu zu geben, wenn der Lotteriefonds sowieso geklärt ist, und eine grundsätzliche Frage zur Kulturförderung stellen nochmal. Also ich will auch noch ergänzen, also es ist richtig, die Sporten sind sehr verschieden und es ist klar, dass nicht jede Sporte gleich gut an Geld ankommt. Aber ich sehe das natürlich wie Beatrice Frey, mit Crowdfunding gibt es heute neue Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Und ich finde, die Kulturszene ist natürlich auch gefordert. Also einfach sagen, es ist eine Staatsaufgabe und der Staat soll das alles finanzieren, das kann es nicht sein. Und im Zürich Oberland sind wir ja auch Vorreiter. Also auch Gemeinden investieren sehr viel in Kultur. Und wir haben ja Kultur Zürich Oberland, die haben sich jetzt vernetzt, machen wir miteinander, dass man auch ein bisschen weiss, wer bietet dann was an, tauschen dann gewisse Programme aus, kommen so jetzt anscheinend auch ein bisschen besser an Geld an. Und man kann sich dann auch besser verkaufen. Also wenn man ein bisschen gemeinsam etwas macht und auch die freiwilligen Arbeit, dass man das, oder wenn nicht jede, alle meine Webseiten oder etwas vernetzen kann, vernetzen, einen Veranstaltungskalender vielleicht kombinieren kann. Also da ist Zürich Oberland ja sehr weit und da müssten vielleicht auch andere Regionen dem Beispiel folgen, dass man zu Geld ankommt, aber auch probiert, Geld über Sponsoring reinzuholen. Ich glaube, man muss alles machen. Nur der Staat kann das nicht machen. Aber der Staat wird sicher einen grossen Teil beitragen, das ist unbestritten unter uns allen, glaube ich. Wäre es dann ein Weg, zum Beispiel, wenn wir vorher haben vom Mäzenatum geredet, zum Beispiel Mäzenatum steuerlich zu begünstigen? Karin Fehr. Also ich denke, das kann man ja je nachdem, wenn man Vereine irgendwie spendet. Oder spenden kann man ja eigentlich heute schon abziehen. Ich nehme jetzt mal an, wenn ich in einem Kulturverein etwas spende, dass ich das als Spende jetzt schon abziehen kann. Oder? Ob man noch etwas mehr... Gut, in der Regel, wenn man jetzt so dabei steuern... Also in der Regel tun ja immer die, die viel haben, profitieren eigentlich am meisten bei Steuerabzügen. Also von dem her ist das auch nicht etwas, was wir jetzt aus grüner Sicht befürwortet, noch mehr Steuerabzüge. Also dort immer noch mehr Möglichkeiten schaffen, um Steuern abziehen. Also ich denke, man kann das, wenn man Verein fördert, kann man das über Spenden eigentlich heute schon abziehen. Aber vielleicht gibt es auch noch irgendein sonstes Anreizsystem, das ich jetzt nicht kenne oder das mir nicht in den Sinn kommt, wo man vielleicht auch könnte in Betracht ziehen könnte, um das noch attraktiver zu machen. Vielleicht würde ich jetzt nicht grundsätzlich ausschliessen. Vielleicht könnte man ja mal darüber reden, ob man Freiwilligenarbeit könnte von den Steuern abziehen könnte. Und das, was da geleistet wird, auch nicht monetäre Investitionen, auch, also sei es in Kultur oder Sport oder Kinder oder wo auch immer, da wird so viel geleistet und das zahlt sich überhaupt nicht aus. Also das ist vielleicht auch mal eine Frage. Die Frage ist sie dann noch freiwillig, die Arbeit, die man sich steuerlich abzieht? Also, dann hat man ja immer noch keinen Lohn dafür, man zahlt einfach ein bisschen weniger Steuern. Nein, das finde ich kein Lohn. Ich glaube auch nicht, dass der... Nein, also ich würde das nicht als Lohn betrachten. Aber die Frage ist natürlich sowieso, wie geht man mit freiwilligen Arbeit um? Letztendlich ist die Frage auch, nicht nur in der Kultur, sondern generell, wo geht die freiwillige Arbeit hin? Und ich glaube, da hinken wir in der Diskussion eher hinten rein. Aber zurück zu der Diskussion. Es gibt auch Leute, die der Auffassung sind, dass je mehr wir am Tropf der Subventionen hängen, zum Beispiel, je weniger Vielfalt gibt es in der Kultur. Was sagst du dazu? Ich finde das halt ein schwieriges Argument. Also nochmal, ich bin auch auf der pragmatischen Seite und ich sehe, gut, jetzt haben wir die Lotteriefondsgeschichte und das ist mehrheitsfähig und das ist in Ordnung und wir nehmen das Geld, ist klar. Also das ist jetzt ein verlorener Kampf und finde ich in Ordnung. Aber was ich schon schwierig finde, also Kultur sollte genauso wichtig sein wie Gesundheit, wie der Strassenbau, wie zig Geschichten, die auch nicht so in eine Frage gestellt werden, wo in die Schmürzelei hineingeht, von ja, müssen die jetzt nicht noch ein bisschen mehr leisten? Also, und das sage ich jetzt aus dem Nähkästchen. Wenn ich ein Projekt jetzt als Theaterregisseurin aufstelle, dann bin ich vor allem mit Anträgen beschäftigt, das Geld zusammenkriegen. Und meinen eigentlichen Job, den mache ich dann noch ein bisschen mit dem linken Finger. So, also, die meisten, die im Kulturbereich tätig sind, haben noch einen zweiten Job, so ich auch, zum Beispiel dann an der ZHDK als Lehrbeauftragte. Also wir sind die wagemutigen Kleinunternehmer, das sind Schauspielerinnen, das sind freie
Sängerinnen und Sänger, das sind freie Komponisten und Komponisten, das sind Comiczeichner, was weiß ich. Es sind meistens als kleine Mini-KMUs organisiert. Wir haben eine Abrechnung zu leisten, eine Buchhaltung, wir geben Berichte ab, das ist alles hochtransparent. Das sind Arbeitsabläufe, die völlig. Also da ist nicht die Frage, machen wir noch mehr, sondern die Frage ist eigentlich, wenn wir das in dem Sinn fördern, dass sich da etwas auch richtig ins Verknüpfen. Und da bin ich dir so einig, Yvonne. Klar, und das geht, wenn man die Ressourcen ein bisschen grösser spannt, wenn man Plattformen schafft, und auch die muss man finanzieren, von Kulturagenten, wo man sich anmelden kann und anwenden, wo man in die Übung hineinkommt. Also bis hin, also da gibt es ganz viele Bedürfnisse, die so wir im Moment völlig selber tragen, völlig selber leisten, ohne jedes Netz und ohne jeden Boden. Also ich sage das jetzt mal mit ganz viel Respekt, auch für all die Leute, die ein enormes wirtschaftliches Potenzial auch eruieren, tagtäglich mit kleinsten bis sehr grossen Leuchtturmproduktionen. Das ist nicht wenig, was die Kreativwirtschaft liefert, auch zum Beispiel an Standort Zürich. Also finde ich, ist wirklich die Retro-Frage, ja, wie sehen wir uns als Kulturstadt, weil ich das einfach nicht so gesehen oder nicht so gelten lasse, dass wir irgendwelche, so bin ich schon tituliert worden, dicke, geförderte Kois sind. Das stimmt so nicht. Das ist ein Teil, aber da ist auch die Frage, was ist eben eine Kulturstadt? Also ich stelle sie ganz ernsthaft und mit dieser Konsequenz. Und wir reden da vielleicht von einer Erhöhung, was wäre, wenn wir jetzt irgendwo bei jeder Direktion 1% abgeben? Es gibt die Modelle, es gibt die Diskussionen. Also, es ist eine Frage von Verteilen, vom Wählen und wo es auch nicht unbedingt wehtut. Und eben, also ich persönlich würde vielleicht an anderen Orten knapsen, das ist klar. Also, steht ja auch angeschrieben, wo ich sitze. Aber ich finde doch, vertieft könnte man diese Frage stellen. Bei allem Verteilkampf. Also Kultur auf der gleichen Stufe wie Gesundheitswesen und Strassenbau. Was sagst du da dazu, Beatrice? Diskutieren kann man alles, oder? Ich kann einfach sagen, dann müsste man die Steuern massiv erhöhen, wenn man Kultur auch auf das Niveau von der Gesundheit und von der Strasse und so würde anheben. Klar, man kann über alles diskutieren, oder? Aber ich finde die Diskussion jetzt ein bisschen schwierig, oder? Also, was heisst denn Kultur? Was ist eine Kulturstadt? Was ist ein Kulturkanton? Also, wenn ich dir zulasse, weiß ich nicht, ist denn deine Forderung, dass wir Kulturbeamte haben müssen? Also, dass jeder, der irgendwo kulturell aktiv sein und sich betätigen, der muss quasi staatlich garantierte Stelle mit Sozialleistung und haben. Also, ich will damit wirklich sagen, eine Aufstockung, zum Beispiel jetzt die 23 Millionen, die wir haben im Lotteriefonds. Da gibt es eine Forderung von der Pro Kultur über jetzt das gesamte Budget von Zwei-Säulen-Prinzip, dass man die Kulturgelder auf 46 Millionen kriegt. Also, es sind jetzt nicht unendliche Zahlen, die wir hier fordern, und nicht unendlich in eine Richtung von, es geht nicht darum, eine geschützte Werkstatt zu bauen. Und das habe ich auch so nie gesagt. Aber es fließen zu wenig Mittel in Kultur. Das sage ich, ja. Also die 23 Millionen, wo würdest du die wegnehmen? Ja, das ist ja immer eine Frage. Ich persönlich habe auch nichts dagegen, dass man die Steuern erhöht. Ich habe das Problem nicht und ich habe das Diktum auch nicht, dass möglichst tiefe Steuern eine Gesellschaft glücklich macht. Das ist eine liberale Geschichte.
Sie ist in der Progression gut und sozial aufgestellt. Man könnte den Steuerfuss durchaus bei diesen 100% lassen, statt sie jetzt noch senken. Weil dann sind wir bei dieser Frage. Die Schere von Arm und Reich geht sowieso auf in dieser Gesellschaft, in der Welt. Und das ist dann eine steuerliche Frage. Und auch eine Frage von einer Gesellschaft. Ja, wem kommen denn die Steuererleichterungen zugute? Also nicht denen im Sozialbereich, nicht den Geflüchteten in der NUX und auch nicht der Kultur. Bravo! Ich sehe das natürlich auch etwas anders. Also, irgendwo hat die Solidarität Grenzen. Einfach die Steuern immer erhöhen kann man natürlich nicht. Und ich mache ein praktisches Beispiel. Also, mein Mann ist Steinbildhauer. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, ich bin jetzt Künstler und der Staat soll mich unterstützen, weil ich will mich selber verwirklichen und nur Kunst machen. Oder er muss sagen, ich muss halt auch noch Arbeit annehmen oder andere, die halt Geld reinbringen. Also, irgendwo kann der Staat nicht einfach alles finanzieren. Es muss immer ein Geben und ein Nehmen sein. Und ich verstehe die Künstler, die du sagst, die wenig Lohn haben, für wenig Geld mit arbeiten, das ist so. Aber das stimmt nicht, die Hybris von dem Künstler in einer Selbstverwirklichung. Wir sind doch nicht Kindskiss. Aber das forderst du, quasi, dass noch mehr Geld, dass jeder kann ein bisschen machen, was er will. Aber du sagst, es ist schwierig, müssen am Geld nachzurennen. Aber das ist halt, also das, weil wenn noch mehr Geld da ist, dann kann man einfach, also ich, weil Kulturausgaben sind enorm gestiegen, wenn man die Studien anschaut in den letzten Jahren. Enorm gestiegen. Und irgendwo muss man sagen, soll es noch mehr steigen oder ist es jetzt gut oder stimmt es jetzt so? Weil, und einfach zu sagen, die anderen sollen noch mehr Steuern zahlen, irgendwo hat es Grenzen und irgendwann trifft es dann halt wieder den Mittelstand oder irgendjemand trifft und sollen dann die anderen mehr arbeiten, um noch mehr Kultur zu finanzieren. Also irgendwo, irgendwann ist wieder Zenit überschritten und das ist gefährlich und da muss man aufpassen. Die Frage ist ja schon, sind die Ausgaben, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, sind die prozentual gestiegen oder sind die absolut gestiegen? Ich nehme an, prozentual nicht so fest wie absolut. Und wir sind eine wachsende Gesellschaft und wir werden weiter wachsen. Und wenn wir Kulturausgaben... Sie sind stärker gestiegen als gut. Gut, also. Und das heisst ja aber, also dann müssen wir umgekehrt sagen, wenn man das beklagt, dass sie gestiegen sind oder dass sie noch weiter steigen sollten, dann beklagt man ja vielleicht auch einen innovativen Bereich oder einen Bereich, wo tatsächlich auch Entwicklung stattfindet, wo Diskussion stattfindet, wo eine Auseinandersetzung stattfindet, wo letztendlich einen Wert hat für unsere Gesellschaft. Und wenn man nur monetär über die Werte diskutiert, dann kommen wir einfach nie hin, weil Kultur kann man nie einfach nur über das Geld definieren. Aber Geld ist eine Basis davon, dass gewisse Sachen funktionieren. Und von mir aus kann man auch darüber diskutieren, welche Kultur und wo investiert man und wo weniger. Wo kann man mehr über das Mäzenentum machen, vielleicht bei der etablierten Kultur höchstwahrscheinlich. Und wo muss man halt auch Kultur, wo wirklich aus dem ganz tiefen Schaffen rauskommt oder wo auch von jungen Leuten, wo anfangen, sich dort hineinzusetzen. Dort sind immer auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen drin. Und wenn es dazu führt, dass man einfach nur noch Gesuche schreibt, damit man irgendwo eine Produktion auf die Beine stellen kann und sich gar nicht mehr mit dem Inhalt letztendlich von dem befasst und auch die Inhalte kommuniziert und auch einer breiten Öffentlichkeit, nicht nur dem Finanzgeber, dann sind wir in einer Verwaltung drin. Und das finde ich schade. Also ich finde, man müsste versuchen, Räume auch wieder herzustellen. Aber irgendwie vor 30 Jahren haben wir also irgendwie die Gesuche anders ausgesehen als heute. Oder? Das ist heute ein riesen Formularkrieg und man will alles formalisieren und verwalten. Und das ist vielleicht Knacknuss auch ein Stück weit in dem Ganzen rein, dass das Ganze auch könnte vielleicht wieder ein bisschen homogener oder ein bisschen flüssiger oder ein bisschen mehr in einen Flow reinkommen, nicht so eine verwaltete Geschichte sein. Wir gehen im Kanton Zürich pro Jahr im Moment etwa 175 Millionen Franken aus. Das sind für Kultur, Kulturförderung. Also, wir haben dann noch 170 Millionen für ZHDK, also für die Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern. Und die Gemeinden geben auch noch mal 180 Millionen Franken aus. Also es ist gut und gern über eine halbe Milliarde, wo in dem Sinne Kulturförderung pro Jahr reinfließen tut. Jetzt die 175 Millionen, wo der Kanton ausgibt, das sind ein bisschen mehr als 100 Franken pro Einwohner.
wäre es dann einfach, man würde einfach jedem Gutschein von 100 Franken geben und er könnte das dann in einer kulturellen Umgebung, Anstalt, Veranstaltung seines Herzens einsetzen. Dann hätte man keine Bürokratie. Ich hätte ja, möglich. Aber wär das eine Alternative? Ja, also vielleicht ist es ein Modell, das man diskutieren kann. Man muss auf jeden Fall anfangen zu diskutieren miteinander. Allenfalls auch, oder? Also ich glaube auch irgendwo, dass so wie es jetzt läuft, auch ein Korsett rum ist, wo einem vielleicht auch Freiheit nimmt, so Sachen wieder zu denken. Und das ist vielleicht der Nachteil von der ganzen Fördergeschichte, ist auch, dass man immer mehr in so eine Schlaufe hineinkommt, die sich wie selber verselbstständigt und wo vielleicht gar nicht so gesund ist für die Kultur. Aber das heisst nicht, dass man sich auch kürzen kann. Ich finde, das sind einfach zwei verschiedene Geschichten. Und die Frage ist wirklich, wie bringt man auch das Leben von dieser Kultur, wo wirklich ein Mehrwert ist für unsere Gesellschaft, wo weit über das ausgeht, dass man in eine Veranstaltung geht oder einen Film anschaut, sondern da passiert eine Auseinandersetzung und das bedeutet auch Kultur letztendlich. Du hast gesagt, Bürokratie abbauen, oder? Das wäre ja. Dort sind wir immer, also dass Bürokratie immer mehr steigt, also das stört mich auch. Also du hast vorhin gesagt, es ist mühsam, an Geld heranzukommen, aber eben schlimm ist, also Geld wäre ja schon rum, aber das stört mich auch, dass es so kompliziert ist. Und ich habe gemeint, mit der Vorstellkultur sollte es ja nicht so kompliziert sein. Da hat man ja eine Ansprechperson. Also, das wäre schon die Idee, weil der Bürokratiekrieg, der stört mich, aber den haben wir überall. Das ist das Problem, das wir im ganzen Staat haben, wo ich auch nicht weiss. Also ich will noch kurz etwas richtigstellen und das ist mir schon sehr wichtig und replizieren. Ich finde, die Fachstelle Kultur macht eine extrem gute Arbeit. Und das ist überhaupt nicht bei mir, nicht die Frage von Bürokratie, wie jetzt von der Biggie kommt, sondern eher, man hat sehr geringe Anteile, wenn man an Stiftungen schreibt, so eine Menge, wenn man an diese Stiftung schreibt, so eine Menge. Aber mittlerweile sind wir in der Pflicht und ich stehe da auch mit allem drin. Ich habe ja eine eigene freie Gruppe. Ich stelle also Leute an. Ich habe Sozialleistungen zu zahlen. Das war noch vor vielleicht 20 Jahren gar nicht so die Frage. Und da haben das Kulturschaffende auch mehr oder weniger geschluckt, dass da keine soziale Absicherung dahinter ist. Also das heisst, die Budgets, die sind jetzt mittlerweile immer, also man hat das Produktionsbudget, man hat das Personalbudget, man hat Sozialleistungen, man hat produktionelle Wege, man fängt an Gastspiele organisieren, Vernetzungen über die Welt, also über den Tellerrand raus von dem Veranstaltungsort, wo man ist, in den Kanton raus oder sogar in die Westschweiz und so weiter. Das hat sich alles auf eine gute Art professionalisiert, das sind alles sehr transparente Wege, aber in sich sind das Kosten, die immer mehr kommen, weil ein Bedürfnis da ist. Ich will nur das sagen, dass ich meinte, eine Künstlerin wie ein Künstler, der meistens auch mehrere Berufe hat und sicher irgendwo immer wieder das Standbein hat, es ist ein Bedürfnis nach einer sozialen Sicherheit da. Also das sind Aufgaben, die jetzt also Sach- und Produktionskosten gestellt werden. Und dadurch, dass der Abbau ist, dass viele Gesuche gestellt werden, dass es Stiftungen gibt, die überrannt werden, da ist man einfach auch mittlerweile sehr sorgfältig, dass man das wirklich Puzzlestein um Puzzlestein mit nicht so grossen Beträgen, damit man nicht überall belastet. Also das ist ja hochspannend politische Arbeit, also ich will damit sagen, es ist nicht weniger geworden. Es ist genau. Finanzausgleich sogar, also Zahlungen sind sogar viermal höher in der Stadt Zürich und Winterthur. Vierfach. Genau. Also die Beträge, die die Kulturszene bekommt, die sind nur gestiegen in den letzten Jahren. Und die Frage ist jetzt, wenn man es irgendwann einfach einpendeln oder wenn man soll es noch mehr und noch mehr und noch mehr steigen. Und wenn du sagst, es ist viel zu wenig, dann staune ich, weil es ist enorm gestiegen in den letzten 10 Jahren. Das ist unbestritten. Und die hat gar kein Geld gehabt. Also ich glaube, heute ist man relativ gut dran, weil der Kanton Zürich hat recht viel Geld. Es gibt Bundesgelder, es gibt interkantonale Gelder, es gibt innerkantonale Ausgleich. Die Gemeinden zahlen, ich weiss nicht, woher ihr noch mehr Geld wollt nehmen. Ich finde, auch das ist... Darf ich auch mal wieder etwas? Mich stört ein bisschen, dass wir jetzt nur über... Mich stört insofern ein bisschen, dass wir
nur über das Geld reden. Und zwar, mir hat mal letzten einen, also vorher ist ja ein bisschen der Vergleich mit dem Gesundheitswesen gekommen. Und dort ist ja klar, der fließt ja insgesamt viel mehr Geld ins Gesundheitswesen. Und mir hat aber mal ein Spitaldirektor kürzlich gesagt, eigentlich diskutieren wir auch im Gesundheitsbereich immer nur über den Stutz und gar nicht darüber, was wir eigentlich für eine Gesundheitsversorgung wollen oder wie die müsste aussehen, dass wir Menschen möglichst gesund könnten sein. Und ich glaube, wenn wir eine Art wieder würden, bei der Kultur, oder im Moment, klar, du hast jetzt noch ZHDK gebracht, was die uns kostet, aber es läuft jetzt eigentlich mal nicht über das Kulturbudget, sondern über das Bildungsbudget. Und nachher, wenn wir uns wieder würden überlegen, ob, wenn wir jetzt das wegziehen, dann geben wir im Moment 1% von unserem kantonalen Budget für Kultur aus. Und ich finde, die Frage ist eine legitime. Also eben, wir müssen uns überlegen, was hat Kultur, Kunst in unserer Gesellschaft für einen Stellenwert? Und wie soll sie auch aussehen? Nicht jetzt im Sinn von dir, wir geben den Stutz an Parteien und die dürfen ihn verteilen, sondern. Ja, ich tue nicht, ist ja gleich. Aber wenn wir auch vielleicht mehr faire Verteilung von Stadt und Land, oder wie soll die Kulturförderung auch. Wie soll die aussehen und abgeleitet von dem sich überlegen, was ist sie uns dann auch noch finanziell wert, oder? Und so werden wir uns immer klar, kann man jetzt vielleicht sagen, eben die Kosten, die Ausgaben sind jetzt gestiegen, aber insgesamt muss ich auch sagen, wir geben 1% von unserem kantonalen Budget aus und das ist eigentlich, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir Gedanken mache zum Stellenwert von einer Kultur, wo Biggie auch versucht hat zu beschreiben, da gibt es ja auch eine Vielfalt von Definitionen. Für den einen ist sie vielleicht identitätsstiftend, die anderen betonen den Zusammenhalt, wo sie einen Beitrag und Zusammenhalt von der Gesellschaft leisten. Aber Kunst hat auch eigentlich einen Wert, eine Art einen Wert an und für sich. Oder? Und ich finde, man sollte sich mehr über das unterhalten und dann von dort abgeleitet sagen, okay, und was ist uns das wert? Und einfach von Anfang an sagen, es ist uns nicht mehr wert. Eben, dann kann man auch sagen, okay, es ist uns etwas mehr wert, aber im Gegenzug ist vielleicht uns etwas anderes weniger wert. Also ich meine, ich kann mit weniger Strassenbau leben. Dann könnte man locker die 23 Millionen überschieben in die Kultur. Und, dann hätten wir keine Steuererhöhung, oder? Aber dafür ein bisschen mehr Kultur und Kunst. Also es gibt schon ein paar, man hat schon ein paar Ideen, wie man dort ein bisschen zu mehr Geld kommt. Und an einem anderen Ort, wo es eigentlich sinnlos ist, wie man dort ein bisschen abzocken könnte. Genau, jetzt sind wir beim Thema. Du würdest gerne das, was dir gefällt, würdest du noch gerne mehr fördern. Das ist ja genau das, was ich ja sage. Und dann wärst du auch bereit, das Budget anders zu gestalten, weil du weißt, das, was ich gerne sehe, das würde ich fördern. Und so wären nämlich auch Parteien bereit, mehr Geld zu geben, weil dann haben sie auch etwas davon. Und ich meine, es hat ja ganz viel Durchdienstes, das mit deinem Mann. Er hat ein Bedürfnis, mit die Steine werden verkaufen, es hat da eine Nachfrage. Dann gibt es aber auch Kultur, wo nicht Nachfrage ist, wo Leute Eintritt zahlt oder Geld. Es gibt ganz viel Kultur, wo im Moment halt kein Geld reinkommt. Und die Leute müssen ja arbeiten und die Kultur leben, damit überhaupt etwas geschaffen werden kann. Und in der Zeit, wo sie arbeiten, können sie ja nicht auch noch Sponsoring machen, dann wollen sie einfach Kultur machen. Und das kommt ja da zu kurz. Und wenn ich sage, ja, Politik muss draussen sein. Was ist Politik? Wir sagen, wir sind ja genau jetzt in dieser Runde, wo wir entscheiden, wer Geld bekommt. Das ist genau Politik, die entscheidet. Politik kann man nie draussen lassen. Und auch das Amt ist auch Politik. Aber das ist, finde ich, jetzt gefährlicher, wenn ein paar Leute konzentriert einfach nur das fördert, was ihnen passt. Das ist für mich eine Diktatur. Und das will ich nicht. Und wenn ich etwas weiss, dass ich etwas auch davon habe, dann bin ich bereit, Geld reinzugeben. Und dann ist sogar auch eine SVP bereit, endlich mal etwas für Kultur zu geben. Weil dann kann sie ja das fördern, was sie ja will. Das hat auch dort eine gute Kulturschaffende. Das hat auch dort gute Leute. Und vor allem die SVP ist so nicht homogen. Es gibt so viele verschiedene Leute, die würden auch gerne irgendwelche andere Kulturen, die du vielleicht dir gar nicht vorstellen kannst, fördern, die dir sogar auch gefallen würden. Weil das ist das, was man muss sehen muss. Es ist nicht eine SVP-Kultur, es gibt auch nicht eine EDU-Kultur. Also, wir sind 5 Leute in der EDU und ich kann dir jetzt also sagen, wir haben ganz viele verschiedene Arten von Dingen. Zum Beispiel, ich wollte einen Stand machen und der eine ist mit dem, gesagt, ja, dürfen wir mit dem Alphorn organisieren. Ich habe gesagt, wenn ich einen Stand habe, muss gar niemand in die Nähe kommen mit einem Alphorn.
Also, wir haben so viele verschiedene Ideen von Kultur, die ich jetzt fördern möchte. Eben, wir hören ja einmal, wie ihr nicht die gleiche Meinung habt, jeden Montag im Kantonsrat, oder? Steht der eine du auf den Retter auf, erzählt irgendetwas und dann kommt Maria und erzählt das Gegenteil. Ja. Von dem her ist immer gut, sie trägt sehr zur Erheiterung vom Leben im Rat bei. Ich habe immer schon stimmfähig abgeschlossen. Ja, ja, okay. Nein, aber ich möchte noch etwas zu dieser, also du hast jetzt da die Fachstelle irgendwie gesagt, ja, das ist eine Diktatur. Also ich meine, es gibt im Kanton eine Kulturkommission, wo über die Projektbeiträge, das sind eben, ist gesagt worden, das sind Fachleute, die garantieren eigentlich auch die Unabhängigkeit von der Beurteilung. Die haben eine Art ihre Qualitätskriterien, wo sie haben eine Art verschiedene Kriterien. Also mir ist lieber, das macht so eine Kulturkommission, als wenn ihr da dahinter geht. Es braucht nun mal einfach auch Regeln. Also es sind Steuergelder oder Lotteriefondsgelder, was auch immer, es sind Kulturgelder, die im Topf sind, die werden verteilt und es braucht nun mal irgendeine Regeln. Weil es wäre sonst einfach auch nicht fair, weil wenn dann einfach eben Kulti nichts bekommt und du ganz viel und der andere so, also irgendwo muss ja auch jemand das klären und es muss irgendwie Regeln haben und das läuft, finde ich, relativ gut und das ist nicht ganz fair, es ist nie fair. Also ich habe auch gehört, jetzt gerade bei dem Klangmaschinenmuseum in Dürten gewesen, das ist noch zu jung, darum kommen jetzt noch kein Geld über. Man muss irgendwie auch dreijährig sein, bevor es Geld gibt, finde ich auch schräg. Das Geld braucht man doch am Anfang und nicht, wenn man schon 3 Jahre überlebt hat. Ich dachte, was ist denn das für eine schräge Welt? Also es ist wirklich noch nicht alles optimal, aber darum sind wir ja da, um mal zu hören, was wir vielleicht auch wir vielleicht noch ein bisschen besser machen genau. In der nächsten Legislatur. Ja, und also was mir noch wichtig ist in dieser ganzen Diskussion, ist auch, dass man auch einen geschichtlichen oder historischen Kontext hat von dem Ganzen. Also Kultur entwickelt sich ja immer und was irgendwie, ich sage auch, ich bin langsam so alt, dass ich ein Geschichtsempfinden entwickle. Was wir da vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren entwickelt haben und gemacht haben, ich meine, das war so eine geile Zeit, da sind so extrem gute Projekte gelaufen. Und was aus dem alles heraus weiter entstanden ist, zu einer Kunstschule, diverse Kinoveranstalter aller Art und auch eine Skala, die unterdessen quasi durch die FDP verwaltet wird. Die FDP Wetzikon ist irgendwie ganz verliebt in das Skala und tut das jetzt betreiben. Das ist aus einer Kulturfabrik herausgewachsen letztendlich. Auch weil man andere Bedürfnisse hatte und das weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sieht, dass das, was heute etabliert, heute ist die Kultur eigentlich etabliert, die wir vor 40 Jahren erfunden haben, sage ich mal. Aber wir müssen schauen, dass heute auch wieder Kultur entwickelt wird, die sich in den nächsten 20, 30 Jahren etablieren wird. Weil unsere Kultur wird auch wieder aussterben. Ich bin überzeugt, mit unserer Generation sterben auch all die Veranstaltungsorte, wo die alternative Kultur, auch gerade das ganze Kabarett und was weiß ich, aus dem Nadeschkin als Obertitel vielleicht für das Ganze, das hat da reingespielt. Die haben da angefangen und unterdessen spielen sie überall und kommen auch die entsprechenden Gagen über. Aber die Plätze, wo so Sachen entstehen kann, die müssen finanziert werden. Und der Kulti kann das fast nicht mehr leisten, weil der ganze Laden schon viel Arbeit gibt. Das ist eine grosse Immobilie, die die Kulturfabrik selber verwaltet. Und dann kommt sie, sorry, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht 20'000, insgesamt sind das vielleicht 20'000 Franken, wo sie unterstützt wird für ihr Kulturprogramm. Das ist ein Peanut, das ist wirklich nichts. Und da fehlt wirklich der Rahmen dann auch, um so Sachen weiterzuentwickeln. Darf ich auch etwas sagen? Ja. Also wir können auch Fragen öffnen für das Publikum, ja. Ich tue es dann weitergeben. Also ich sehe vor allem das Problem in den Fixkosten als Künstlerin. Weil früher, also ich habe in einer Abbruchwohnung gewohnt, es war perfekt, ich habe nichts vermisst und das Haus ist abgebrochen worden. Ich habe jetzt 2 Jahre in Uster eine bezahlbare Wohnung gesucht. Und es ist unmöglich. Und ich glaube, das ist nicht nur eine kulturpolitische Frage, sondern wirklich, wir brauchen Wohnraum, weil ich kann so nicht, dann muss ich noch Deko arbeiten und ich muss Deko arbeiten, um die 2'500 mindestens, und das ist nichts, mal reinholen. Und das ist wirklich, wieso gehen alle Leute auf Berlin?
Ich gehe als nächstes auf Berlin, weil dort kann ich wohnen, ich kann essen, ich kann arbeiten und die 1500 Stutz die langen mir dort und ich kann mich auf meine Kunst konzentrieren. Und das ist wirklich das Problem und ich glaube, das war in den 80er Jahren vielleicht noch etwas anders gewesen, weil es noch mehr alte Häuser gab, wo man mit Holz heizen musste, wo man halt gewissen Komfort nicht hatte. Ich brauche den Komfort nicht und ich will billig wohnen, ich will nicht so viel für die Krankenkasse zahlen, weil man irgendwie alte Leute noch operieren, nur damit ihre Ärzte ihre super Löhne haben. Ich will nicht solche hohe Fixkosten. Und ich finde, das ist wirklich ein Problem. Es geht nicht, dass man Ärzte oder Militär oder all die etablierten Institutionen so spickt mit allem und nachher müssen wir das tragen. Und schlussendlich, wenn ich ein einfaches Leben wähle, auch als Landwirtin, wo ich mein eigenes Gemüse ziehen kann, und dann schlussendlich gleich so viel für eine Wohnung muss zahlen. Das ist einfach, es macht das Leben als Künstlerin und Landwirtin unmöglich. Danke vielmals für die Teilnahme an dem Podium. Danke für die angeregten Diskussionen. Es gibt noch Musik von Eva Lind, soviel ich weiss. Und ja, ich bedanke mich herzlich. How can they say that we live in a democracy where everybody has the same chances? To win, how much would change if money would lose its worth and care for each other would gain? Es ist eine Zweiklassgesellschaft.